Zeit ist das Gefühl, als wenn heute Tag der deutschen Einheit ist. Es ist unbeschreiblich. Es ist wirklich unbeschreiblich. Schaut auf diese Stadt! Wir wollen mehr Demokratie wagen. Wir alle brauchen dieses Europa. Mr. Gorbatschow, tear down this wall. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Herr Präsident, ich nehme die Wahl an. Der Abgeordnete Dr. Helmut Kohl ist zum Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland gewählt. Freiheit für ihre Politik besitzt. Die Volkskammer erklärt den Beitritt der DDR zum Geltungsbereich des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland. Dies ist für mich der wichtigste Satz dieser letzten Wochen. Der tausendfache Ruf: Wir sind das Volk. Und zugleich sind wir alle, wie Artikel 38 unseres Grundgesetzes sagt, Abgeordnete des ganzen Volkes. Und dazu müssen wir diese Vielzahl von Interessen, Meinungen, Befindlichkeiten mit den Begrenztheiten und der Endlichkeit der Realität zusammenbringen. Und das zwingt, umso weniger fühlen sich Menschen in der demokratischen Wirklichkeit zurückgelassen. Die Historie des Reichstagsgebäudes ist eng verknüpft mit der deutschen Geschichte der vergangenen 130 Jahre. Ein Rückblick. Berlin, Ende des 19. Jahrhunderts, die Kaiserzeit. In der konstitutionellen Monarchie des 1871 gegründeten Deutschen Reiches beginnt sich bürgerliches Selbstbewusstsein zu regen. Erstmals sollen die Reichstagsabgeordneten ein eigenes Parlamentsgebäude bekommen. Der Architekt Paul Wallert erhält den Auftrag, das Reichstagsgebäude zu bauen. 30 Jahre später, 1914, bricht der Erste Weltkrieg aus. Vor dem Reichstag versammeln sich begeisterte Massen zu einem Kriegsgottesdienst. Das Parlament bewilligt Kriegskredite. Millionen sterben auf den Schlachtfeldern. November 1918, von einem Balkon des Reichstagsgebäudes aus, die Deutsche Republik. Doch um die neue Republik wird noch heftig gerungen. In den Straßen Berlins herrscht Bürgerkrieg zwischen radikalen Republikgegnern und Demokraten. In den sogenannten goldenen 20er Jahren normalisiert sich das Alltagsleben. August 1929. Die Demokratie begeht ihren 10. Geburtstag. Mit dem Börsenkrach am Schwarzen Freitag 1929 bricht die Weltwirtschaftskrise aus. Wieder kommt es zu bürgerkriegsartigen Auseinandersetzungen zwischen Demokraten und Extremisten von links und rechts. SA-Trupps rasen durch die Berliner Straßen und überziehen das Land mit Terror. Hitlers braune Bewegung ist am Ende der größte Profiteur. Der Größenwahn Hitlers reißt Europa in den Abgrund.
Millionen Menschen werden von den Nationalsozialisten wegen ihres Glaubens, ihrer Herkunft, ihrer sexuellen Orientierung oder ihrer politischen Überzeugung in Konzentrationslager verschleppt und ermordet. Der Zweite Weltkrieg tobt. 1948 regelt die Sowjetunion die Westsektoren ab. Blockade. Die Westalliierten versorgen die Berliner aus der Luft. Bürgermeister Ernst Reuter vor dem Reichstag. Ihr Völker der Welt! Ihr Völker in Amerika! Gekannt! Schloss Herrenchiemsee. Während um Berlin gerungen wird, treffen sich hier die Ländervertreter zur Vorbereitung einer neuen Verfassung. Am 8. Mai 1949 wird das Grundgesetz vom Parlamentarischen Rat in Bonn beschlossen. Am 17. Juni 1953 kommt es zu einem Aufstand in der DDR. Aus der Forderung nach höheren Löhnen wird schnell der Ruf nach freien Wahlen. Am Mittag des 17. Juni rücken sowjetische Panzer aus. In dieser Zeit bleibt das Reichstagsgebäude eine Ruine und zugleich Mahnmal für die deutsche Einheit. 1954 wird die baufällige Reichstagskuppel gesprengt. August 1961 beginnt um 1 Uhr nachts die Absperrung Westberlins. Das Kommando führt Erich Honecker mit Billigung der Sowjetunion. Secretary Gorbachev, if you seek peace, if you seek prosperity for the Soviet Union and Eastern Europe, if you seek liberalization, come here to this gate. Mr. Gorbachev, open this gate. Mr. Gorbachev. Sie fordern Freiheit und Sie wollen raus aus Ihrem Land. Nicht alle DDR-Bürger, die demonstrierend auf die Straße gehen wollen, in die Bundesrepublik. Diese hier fordern Freiheit in der DDR. Und die Stasi schlägt zu. Dies ist für mich der wichtigste Satz dieser letzten Wochen. Der tausendfache Ruf, wir sind das Volk. Die größte Protestdemonstration in der Geschichte der DDR. Wie wir uns vorstellen, dass alles eins ist. Heute ist das Gefühl, als wenn heute Tag der deutschen Einheit ist. Es ist unbeschreiblich. Es ist wirklich unbeschreiblich. Ewig heute. Wir stehen nicht still für eine ganze Nacht. Komm, ich trag dich durch die Leute. Hab keine Angst, ich gebe auf dich Acht. Wir lachen uns. Yeah.
2. Oktober 1990 vor dem Reichstagsgebäude. Hunderttausende versammeln sich vor dem alten und künftigen Parlamentsgebäude der Deutschen, um die bevorstehende Wiedervereinigung zu feiern. Damit ist die staatliche Teilung Deutschlands überwunden. Die besten Karten und fällt die Engertum, egal gibt die Verlängerung. Hat neuer Plan, dann ein Leben ist Veränderung. Egal was kommt, für mich gut, sowieso. Immer geht eine neue Tür auf, irgendwo. Auch wenn's grad nicht so läuft, wie gewohnt. Egal, es wird gut, sowieso. Egal was kommt, es wird gut, sowieso. Und immer geht eine neue Tür auf, irgendwo. Und auch wenn's grad nicht so läuft, wie gewohnt. Egal, es wird gut, sowieso.